willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Liebe Punks und liebe Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Blitz News. Ja, heute wieder klassische Situation. Ich chill wie immer gemütlich hier mit einer heißen Tasse Kaffee. Und was sehe ich? Neue Informationen auf dem Telegram-Kanal von unserem Lieblings-Querdenker-Anwalt Ralf Ludwig. Und zwar dreht es sich hier heute um eine Forderung des Virologen Alexander S. Kekulé. Zunächst allerdings einmal ganz kurz mein Hinweis, wie immer zu Beginn eines jeden Videos, abonniere bitte meinen Kanal, falls du es bisher noch nicht getan hast. Aktiviere auch die obere Glocke, damit du in Zukunft rechtzeitig informiert wirst. Und hilf auch bitte hier, die Community zu vergrößern, indem du meine Videos teilst oder mit der Scheren-Funktion unter dem Video kleine Teile aus meinem Video ausschneidest. Ja, worum dreht sich's? Um diesen Herrn dreht sich's. Das ist Alexander S. Kekulé. Wer ist Alexander S. Kekulé? Ein deutscher Mediziner, Epidemiologe, Biochemiker und Publizist. Hochschullehrer, Mikrobiologe, Virologe an der Universität Halle, die ihn mittlerweile rausgeschmissen hat, und Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie. Ganz kurz, hier steht's. Kekulé, achso, Sekunde, wo steht's jetzt hier? Er war irgendwie in der Regierung tätig, Forschungsschwerpunkte. Er hat auf alle Fälle die Regierung beraten, beziehungsweise das Robert-Koch-Institut. Ah, hier, Kekulé empfahl Anfang Februar dem RKI gewisse Maßnahmen, Tests, pipapo, bezogen auf China, hast du nicht gesehen. Diesen guten Mann hier, den kennt vielleicht der ein oder andere aus der Presse, aus den Mainstream-Medien. Er wurde immer gerne auch nach vorne geschoben, auch von der Bild-Zeitung. So. Und jetzt finde ich hier auf dem Telegram-Kanal von unserem Lieblings-Querdenker-Anwalt Ralf Ludwig folgenden Artikel. Dass also Alexandra S. Kekulé einen Untersuchungsausschuss fordert. Wow. Und zwar betrachtet er die Maßnahmen in der letzten 3 Jahre als größtes Staatsversagen aller Zeiten. Kekulé fordert Untersuchungsausschuss. Alexander Kekulé packt die Bazooka aus. In einem Interview mit der Welt rechnet er mit der deutschen Politik und auch seinem Kollegen Drosten ab. Er spricht von monströser Geldverschwendung, völlig überzogenen Eingriffen in die Freiheitsrechte, zu vielen Verstorbenen und fordert einen Untersuchungsausschuss, um für künftige Krisen zu lernen. So, für Alexander Kekulé ist klar, die Gesundheitskrise ist bereits seit Januar 2022 keine pandemische Notlage mehr. Der Wochenbericht des RKI von Anfang Dezember zeige klar, dass sich im stationären Bereich bereits seit Januar 2020 keine erhöhte Krankheitslast durch schwere Atemwegsinfektionen mehr zeige. Der Krisenvirus belaste also das Gesundheitssystem nicht mehr. So, da es mit der neuen Variante auch keine Übersterblichkeit mehr gab, sind wir seit Frühjahr 2022, also seit einem Jahr, nicht mehr in einer Notlage. Leute, stellt euch das vor. Ja, der Vorzeige-Virologe hier sagt, seit einem Jahr ist alles überflüssig. Sein Urteil über das Vorgehen der deutschen Regierung ist vernichtend. Der Preis für die Maßnahmen zu hoch gewesen. Er sagt hier, wir haben zum einen sehr viel Geld ausgegeben. Die Exekutive hat die Wirtschaft heruntergefahren und auch die Grundrechte der Bürger massiv beschnitten. Das haben wir ja alle täglich erlebt. Dabei wurde teilweise sogar gegen das Grundgesetz verstoßen, wie die Gerichte im Nachhinein feststellten. Angesichts dieses enormen Aufwandes haben wir relativ wenig erreicht. Ja, gut erkannt. Mit einem der besten Gesundheitssysteme der Welt stehen wir zwar etwas besser da als einige unserer Nachbarstaaten, aber vom Ergebnis her sind 163.000 Verstorbene nicht akzeptabel. Es gab andere Länder, die mehr auf die Vernunft des Einzelnen setzten und mit weniger Einschränkungen vergleichbare oder bessere Resultate erzielten, sagte er mit Blick auf Schweden und Japan, die auf die Eigenverantwortung der Bürger setzten, statt auf staatlichen Zwang. Tja, hier hat man uns nicht vertraut, ne? Die Panik der Politik hat hier in die Hölle geführt.
Viele Verstorbene und ein erheblicher Teil des sozialen und wirtschaftlichen Kollateralschadens wären vermeidbar gewesen. Es geht hier ja um zwei konkurrierende Grundrechte, das auf körperliche Unversehrtheit und die persönliche Freiheit. Neben dem unzulänglichen Gesundheitsschutz hat der Staat auch die Freiheitsrechte verletzt, ohne dass dies wissenschaftlich begründet oder verhältnismäßig war. Ja, danke, dass das mal so deutlich gesagt wird, auch von jemandem, der täglich in den Medien und auch im Fernsehen zu sehen war. Ja, ich erinnere an die 15-Kilometer-Leine, das Maskentragen im Park, die allgemeine Ausgangssperre. Ja, das waren Katastrophen, Panikmaßnahmen, allgemeine Ausgangssperre. Musst dir vorstellen, das war zum Teil ja so, dass wir ab 21, 22 Uhr nicht mehr vor die Tür durften. Ja, das dreht sich einfach nur darum, die Leute klein zu machen und die Psyche, die gesunde Psyche der Bevölkerung durch den Fleischwolf zu drehen. Das war Sinn dieser ganzen Sache und unsere ganzen verantwortlichen Politiker sind darauf hereingefallen. Herr Kekule zieht jetzt hier auch seinen Kopf aus der Schlinge. Ob das reicht, das werden wir am Ende sehen. Das waren Dinge, die keine wissenschaftliche Basis hatten. Bemerkenswerterweise haben viele Länder der Erde ähnliche Fehler gemacht. Sie sind wie die Lemminge falschen Vorstellungen hinterhergelaufen. Aus meiner Sicht handelt es sich hier um das bisher größte kollektive Staatsversagen der Geschichte, so der 64-jährige Mediziner, der einen Untersuchungsausschuss fordert, um künftig solch schweres Fehlverhalten zu vermeiden. Auch an der Wissenschaft und seinem Kollegen Drosten lässt der Epidemiologe und Biochemiker kein gutes Haar. Insbesondere die Zahl von 1 Million Verstorbenen, von denen Drosten ohne seine Maßnahmenpolitik schwabuliert, kann er sich nicht erklären. Und so sagt Kekule hier, ich kann die Rechnung auch nicht nachvollziehen. Bei 83 Millionen Einwohnern käme man nur dann auf 1 Million Verstorbene, wenn sich alle infizieren und 1,2% sterben. Ja, also hier alleine schon die mathematische Formel, ne? Also bei 83 Millionen Menschen müssten sich alle infizieren und 1,2% müssten dann versterben. Auch ohne staatlich angeordnete Gegenmaßnahmen hätten sich jedoch bis zum Auftreten der hochansteckenden, aber harmlosen Omikron-Variante nicht mehr als 80% der Bevölkerung angesteckt. Vor Omikron lag die Todesrate für die deutsche Bevölkerung bei 0,5%. Das entspräche rund 330.000 Verstorbenen, von denen wir etwa die Hälfte vermieden haben. Welcher Anteil davon auf das persönliche Konto von Christian Drosten geht, kann ich nicht beurteilen, erklärte er. Aber das hier ist zum Beispiel auch so eine Zahl, 330.000, die also in den Tabellen von Herrn Lausen auch so ein bisschen, die man überschlagen kann. Na, wenn ihr wisst, was ich meine, die Tabellen, die Tom Lausen vorgehalten hat, wenn man da die erste oder zweite Tabelle, die er zeigt, wenn man da so ein bisschen die Balken, die so ausschlagen in dieser Tabelle, wenn man da den Ausschlag mal zusammenzählt, das kann man ganz gut einfach überschlagen, dann kommt man hier also ganz locker auf diese Zahl. Tja, und diese 0,5%, da müssen wir mal gucken, was in Zukunft da noch für Zahlen auf uns zukommen. Und er gibt zu, letztlich wollte man Werbung für die Behandlung machen. Aus demselben Grund wurden die Schädigungen der Behandlung anfangs kleingeredet. Diese Unehrlichkeiten haben sich gerecht, weil viel Vertrauen in Wissenschaft und Politik verloren gegangen ist. Mit der Wissenschaft sei das so eine Sache. Die Meinung von Virologen sei überbewertet worden. Die häufig zu lesende Darstellung, es gebe in Sachen Gesundheitskrise nur eine Wissenschaft, zu deren Vertretung nur bestimmte Wissenschaftler qualifiziert wären, ist falsch. Die Pandemie war für alle etwas Neues. Da gab es keine etablierte und methodisch sauber geprüfte Position der Wissenschaft. Hochinteressant. Die angeblich richtige Wissenschaft entsteht hier allenfalls durch Konformitätsdruck. Sie ist dann eine Frage der Gesinnung. Statt zu diskutieren, üben sich Forscher in Moralisieren und in persönlichen Angriffen. Genau. Und diese Art zum Beispiel, dieses Moralisieren, hat am Anfang mich auch kritisch gemacht. Ich habe damals gedacht, Moment mal, wenn man hier mit dem Finger auf die Unbehandelten zeigt, wir werden die Schuldigen, dann kann da was nicht stimmen, dann wird da moralisiert.
dann ist das sehr verräterisch. Also, ne, das ist ganz einfach so. Dass die Virologen das Land durch die Gesundheitskrise geführt hätten, weil es sich hier um einen Virus handelt, sei ein weit verbreiteter Irrglaube gewesen, meinte Kekule. Virologen sind in der Regel Grundlagenforscher, die sich mit ganz bestimmten molekularbiologischen Eigenschaften ganz bestimmter Viren sehr gut auskennen. So jemand braucht man, um einen neuen Behandlungsstoff oder ein neues Medikament zu entwickeln. Für die Beurteilung antipandemischer Maßnahmen gibt es andere Experten und nicht selten kann auch ein nicht auf Krisenviren spezialisierter Virologe Wichtiges beitragen, weil ja sowohl der Erreger als auch die Krisenlage neu sind. Das ist auch gut beschrieben. Wenig Verständnis hat Alexander Kekulé auch mit anderen Kollegen den Virologenstreit, den Drosten vom Zaun gebrochen hatte und der in persönlichen Angriffen gegen Hendrik Streeck oder Jonas Schmidt-Chanasit gipfelte. Von einem Fachmann erwarte ich, dass er seine besondere Qualifikation durch fachliche Argumente unter Beweis stellt. Auch Drostens aktuell im Tagesspiegel aufgestellte Forderung nach Sanktionen für Wissenschaftler, die nicht die richtige Meinung äußern, unterstütze ich nicht. Wissenschaftlicher Fortschritt lebt von Diskurs und nicht selten sind die Abweichler von heute die Meinungsführer von morgen, macht der Mediziner klar. Ja, die Querdenker. Ne? Die Abweichler von heute sind die Meinungsführer von morgen. So wird es hier auch kommen. Ja? Und Herr Drosten soll sich schon mal seinen Overall rausholen, schon mal einen Koffer packen. Er sei immer gegen die 2G-Regelung gewesen, denn die Idee, dass die Behandelten bevorzugt werden sollten, war eines der gefährlichsten Manöver in dieser Gesundheitskrise. Der Unsinn. Behandelte trügen kaum zum Pandemiegeschehen bei, stand ja sogar auf der Webseite des RKI und wurde so zur Grundlage falscher Gerichtsentscheidungen. Die 2G-Regelung hat die Herbstwelle 2021 mitbefeuert und viele vermeidbare Todesfälle verursacht. Eieieiei. Insgesamt sei Deutschland nur mittelmäßig gut durch die Gesundheitskrise gekommen. Andere Länder hätten mit weniger Zwangsmaßnahmen bessere Ergebnisse erzielt. In Japan gab es keine Lockdowns und dennoch viel weniger Verstorbene als bei uns, trotz einer ebenfalls überalterten Bevölkerung. Überalterten Bevölkerung. In Schweden hat man sich anfangs verkalkuliert, weil die Alten nicht konsequent geschützt wurden. Aber der Grundansatz, sich auf den Selbstschutz der Bürger zu verlassen, statt die Wirtschaft zu strangulieren und die Schulen zu schließen, ist offenbar aufgegangen. Super, unglaublich, wie wir in der Presse, wie unsere Presse und auch hier, mein Bekannten- und Familienkreis, auf die Schweden geschimpft hat. Und ich habe immer gesagt, Leute, am Ende geht die Rechnung auf. Aber für die, ne, und das ist auch so der typische Menschenschlag, ne, für die ist es wichtig, jetzt im Moment Recht zu haben, jetzt im Moment diesen im Moment auszukosten und einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt Recht, ich bin auf der guten Seite. Im Moment, ja. Ja, aber ich kann da nur warnen. Lasst euch nicht von diesem Hype verführen, egal um welches Thema es sich dreht. Ob es Böllermigranten sind, ob es Russen, ob es Ukrainer sind, lasst euch nicht verführen. Am Ende wird die Rechnung gemacht. So, was haben wir da noch in Schweden? Genau, verkalkuliert ist offenbar aufgegangen. Wir unterscheiden uns in der Bilanz der Verstorbenen nicht wesentlich von Schweden, aber unser Preis lag nicht nur finanziell viel höher. Die Hauptleidtragenden waren die Kinder. Sie haben am meisten unter den Gegenmaßnahmen gelitten. Dann kommen die Alten und Kranken, die in den Heimen isoliert wurden und in den Kliniken alleine sterben mussten. Wie grauenvoll. Was die deutsche Bevölkerung hier sich selbst angetan hat, das ist nicht zu verzeihen. Das ist nicht zu verzeihen. Die Bazooka, die unser damaliger Vizekanzler ausgepackt hatte, werden noch unsere Urenkel abbezahlen müssen. So das Resümee Kekules. Vielleicht wurde Herr Wieler über den Artikel im Vorfeld informiert und hat deshalb die Flucht ergriffen. Das kann gut sein. Das habe ich hier gefunden auf journalistenwatch.com, die hier auch Werbung für die AfD machen, wenn ich das hier so richtig sehe. Was für mich vollkommen in Ordnung ist. Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ja kein großer Parteienfan. Sollen sie hier Werbung machen, die AfD sitzt schließlich im Bundestag, warum nicht? Ja, meine Lieben, so sieht das Ganze aus.
Alexander Kekule holt hier zum großen Rundumschlag aus. Weswegen das so wichtig ist, weil er ein Sprecher dieses Mainstream-Narrativs war. Er hat auch ganz am Anfang dem RKI geraten, die Leute entsprechend zu testen und pipapo. Er hatte also genaue Vorstellungen, hat dann aber im Laufe dieses Ganzen einen klaren Kopf bekommen. Ja, und teilt das jetzt auch aus. Diese Universität in Halle, die hat ihm jetzt vor ein paar Tagen verboten, an der Uni zu lehren. Der Grund soll gewesen sein, er wollte einen Vortrag halten, ohne entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die damals verordnet wurden. Und da hat man ihm also da Wind draus, hat man also aus der Mücke einen Elefanten gemacht, und er ist wohl auch juristisch scheinbar dagegen vorgegangen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das noch Nachrichten für die Zukunft sind. Ich denke, jemand, so wie die Uni ihn rausschmeißt, die sind es dann auch nicht wert, so einen Herrn da lehren zu lassen. Ich denke, da gibt es andere Universitäten und auch andere Möglichkeiten für ihn. Ja, komisch, ne, liebe Leute. Es wirkt so ein bisschen wie, als wenn das Eis aufbricht, ne? Als wenn die Wahrheit herauskommt, ja. Aber ich meine, wir haben es ja eigentlich auch immer erwartet und auch immer vorausgesehen. Und ganz am Anfang haben es ja schon ganz viele gesagt, die Wahrheit ist wie Wasser. Wasser sucht sich seinen Weg. Es mag dauern, aber Wasser sucht sich seinen Weg, genau wie die Wahrheit. Ja, und ich habe es ja gestern in dem gestrigen Video auch schon gesagt. Die Leute kippen um, die Medien kippen um, so langsam wird es interessant. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn das wirklich alles so kommt, wie wir Freidenker von Anfang an geahnt haben, wird es ein riesiges Schlachtfest geben, jetzt zum Ende, weil die Verantwortlichen zum Altar geführt werden, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, zum Schafott auch nicht. Nein, zum Gericht. Ne, zum Gericht. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare das Wort, was ich gerade suche. Ja, bei euch bedanke ich mich wie immer für die Aufmerksamkeit. Danke für euren ganzen Support. Danke, dass ihr die Videos bis zum Ende anschaut. Danke, dass ihr diese Videos liked. Danke, dass ihr so unheimlich viel kommentiert und vor allen Dingen auch konstruktiv. Hier nochmal mein Hinweis. Bitte vermeidet Gewaltbeschreibungen. Wenn ihr euch wundert, wo euer Kommentar geblieben ist in der Kommentarspalte, vermeidet Gewaltbeschreibungen. Ja, auch wenn es die Realität hergibt und die Realität auch brutal ist, YouTube ist ein bisschen noch, ne, die haben ein ganzes Stück Zensur haben die runtergeschraubt, das muss man wirklich sagen. Wir haben unheimlich viele kritische Videos hier auf YouTube. Ihr merkt ja auch an meiner Wortwahl, ich versuche mich immer noch drum herum zu schlängeln um gewisse Worte. Das kommt alles nur aus der Anfangszeit. Ja. Gewisse Videos sind gar nicht, durfte man gar nicht veröffentlichen, wenn man gewisse Worte sagt oder gewisse Zusammenhänge erwähnt. Und dann hatte man kaum Klicks. Ich meine, das beobachte ich auf meinem Kanal ja sowieso. Gewisse Themen werden scheinbar kaum großartig verbreitet. Aber wir müssen da standhaft bleiben. Deswegen bitte ich euch auch, so viel zu teilen wie möglich. Was gibt es noch zu sagen? Genau. Und schaut auch mal hier unter dem Video auf meiner anderen Plattform. Schaut mal auf meinen Twitter-Kanal. Schaut mal auf meinen Telegram-Kanal vorbei. Und schaut auch mal auf meinen Odyssey-Kanal. Odyssey ist auch eine Videoplattform. Das ist sozusagen der Spiegel dieses YouTube-Kanals. Alles, was ich hier auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe, findet ihr alles auf Odyssey. Hier auf Odyssey findet ihr sogar auch Videos, die hier auf YouTube gelöscht oder zensiert wurden. Ja? Und wir sind auf Odyssey fast schon 1000 Follower. Leute, geht da rüber. 70 Follower fehlen noch. Lasst ein Follow da. Lass uns mal versuchen, die 1000 voll zu kriegen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, und vor allen Dingen schaut auch hier mal, dass ihr euren Kommentar da lasst, natürlich wie immer, und auch dieses Video liked und helft auch, die Community zu vergrößern, indem ihr Videos teilt. Und vor allen Dingen auch, vergesst nicht, die obere Glocke zu aktivieren, damit ihr in Zukunft rechtzeitig informiert werdet und nichts Wichtiges mehr vergesst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.